So, moin moin, liebe Tauchsportfreunde. Heute sind wir am Stand bei Tolga College. Und Tolga, richtig? Entschuldigung. Er quatscht mir schon rein, aber das ist typisch, weil die Freediver, die haben so eine freie, direkte Art an sich und so unkompliziert, wie sie ins Wasser gehen, ne, sind sie auch im wahren Leben. Und deswegen haben wir heute mal den Tolga hier, der uns mal ein bisschen was erzählt, was er hier auf der Boot macht, was er letztes Jahr gemacht hat, vor allem im Kreidesee Hemmoor. Mit mir zusammen. Mit dir zusammen. Mit deiner Hilfe. Mit ein bisschen Kamera dazu. Und wir sind ganz gespannt, was du uns zu berichten hast. Ganz genau. Ja, vielen Dank erstmal, dass wir die Möglichkeit haben, uns mal hier zu unterhalten. Ihr seid hier gerade bei mir am Stand von Apnea College. Apnea College ist ein Freitauchverband mittlerweile, 2020 geworden. Wir waren davor ja quasi ein Kollektiv von Freitauchschulen. Jetzt sind wir im Verband, machen unsere eigene Ausbildung im Bereich Freediving, Spearfishing und Mermaiding. Also, wenn ihr Freediving lernen wollt, von Menschen mit Leidenschaft in ganz Deutschland, dann bei Apnea College. Was präsentierst du hier auf der Boot konkret? Wie ist das Programm? Eventuell im Pool? Gibt es da Termine, wo die Leute sich informieren können, was ihr da macht, sich das praktisch anschauen können? Ja. Ich muss wirklich sagen, ich bin mega dankbar, weil dieses Jahr hat die Boot mich, ich sag mal, auserkoren, so als Freediver hier zu sein. Das heißt, ich darf einmal am Tag das Try-Up-Näher anbieten. Was ist das? Eine Stunde im Pool mit den Leuten, einfach mal reinkommen, reinschnuppern. Die Basics vermittle ich denen, dann springe ich mit denen ins Wasser und mache mit denen wirklich mal Apnoe-Tauchen. Das ist super, das macht mir richtig viel Spaß und vor allem bin ich auch noch einmal am Tag auf der Bühne und erzähle den Leuten was über Freediving und da läuft auch unser Rekordvideo, wo auch Footage von dir mit drin ist und Jens war der Einzige, der das große Missgeschick gesehen hat am Grund. Ich bin ehrlich, ich war aufgeregt beim Rekord, also wir müssen die Leute mal abholen überhaupt. Ne? Ich habe letztes Jahr im April, war das im April? Es war im April? Nee, war im Mai, ne? Im Mai, Anfang Mai, den deutschen Rekord getaucht, im See mit Flossen in die Tiefe. Und ich war so aufgeregt. Im ersten Versuch habe ich den Druckausgleich nicht hinbekommen. Im zweiten Versuch hat es dann geklappt. Und ich bin dann da runtergefallen in den See. Und kurz vom Boden habe ich mir einfach gesagt, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und dann bin ich plötzlich eingeschlagen. Und wer hat es gefilmt? Der Jens da unten mit seiner Kamera. Er hat mir extra noch gesagt, wühl nichts auf da unten. Ich will da unten filmen. Sei vorsichtig. Ich bin eingeschlagen. Ich habe alles aufgewühlt. Aber Rekord erreicht. Rekord erreicht. Jens war letztendlich dabei. Er war der Erste, der es gesehen hat quasi. Coole Sache. Nochmal kurz zurück zum Dive Center. Zu welchen Uhrzeiten kann man dich da antreffen? Man trifft mich einmal von 12 bis 13 Uhr im Pool für das Try-Up-Näher. Da kann jeder mitmachen. Dann schon eine halbe Stunde früher da sein, also 11.30 Uhr. Dann könnt ihr mitmachen. Wenn ihr ein bisschen was über meinen Rekord hören wollt, wenn ihr was über Apnea College hören wollt, über meinen Sponsor, dann um 15.10 Uhr auf der Bühne, da zeigen wir Videos und erzählen ein bisschen. Gut, hier auf der Bootseite am welchen Stand anzufinden? Boah, jetzt willst du eine Nummer von mir hören, ey, voll unvorbereitet, wie ich bin. Wir sind beim Aqualung-Stand, das muss euch reichen, das ist ja der größte Stand auf der Messe und relativ mittig und wir sind am Aqualung-Stand. Ertappt. Ertappt. Er hat mich ertappt und das ist auch nicht das erste Mal, dass ich gefragt wurde. Ich hätte mich besser vorbereiten müssen. Ich nehme das auf meine Kappe. Ich glaube, das können alle verkraften. Ja, Tolga, dann würde ich sagen, noch viel Erfolg. Das klingt alles sehr gut. Du bist voll motiviert. Mega. Ja, finde ich ganz toll. Ich bin auch froh, diesen Menschen kennengelernt zu haben, ihn ab und an begleiten zu können und hoffe, dass wir vielleicht dieses Jahr ein oder zwei Dinge wieder machen können. Ne? Aber eventuell taucht er dann über meine technischen Grenzen hinaus, dann wird es schwierig. Im Februar habe ich jetzt ein Projekt, das noch nicht öffentlich ist. Ich sage nur Eis, ich sage nur Österreich, Weißensee und ich sage Weltrekord. Wow. Da kann ich schon alles verraten. Tolga, ich wünsche dir alles Gute. Recht vielen Dank für das Interview. Ja, gerne. Viel Erfolg noch. Vielen Dank und ja, keep on rocking. Bis dann. Ciao.